Die Menschen helfen sich auch nicht gegenseitig im Training. Und das kennt ihr doch alle aus dem Park. Du stehst mit deinem Hund da, irgendwo kommt aus 500 Metern ein anderer Hund angedonnert, irgendein Blödmann schreit, der tut nichts. Die Leute haben im Kopf, die Hunde regeln das schon untereinander. Ey, was für eine Theorie. 60 Kilo Bernhardiner trifft auf 1 Kilo Chihuahua. Die regeln das untereinander sicher. Macht der Bernhardiner einmal Sitz, zack, ist das geregelt, ja. Ist das Zäpfchen weg, ist kein Problem, ja. Das ist doch eine absurde Theorie, völlig absurd, ja. Nee, da fehlt mir jedes Verständnis, das gibt's doch überhaupt nicht. Und für mich ist es natürlich noch extremer, weil ich ganz viel mit ängstlichen Kundenhunden unterwegs bin. Und jetzt hast du mit diesem ängstlichen Hund 3 Monate lang völlig steril auf dem Hundeplatz trainiert. Hast jetzt nach 3 Monaten den Hund so weit, dass er sich nicht mehr aktiv das Leben nehmen will, nur weil einer das Wort Hund ausspricht. Kommst das erste Mal in den Park, den ersten Hund, den du triffst, 200 Meter Anlauf, wumm, über den ängstlichen Hund drüber, alles wieder bei Null. Deshalb habe ich mir sofort angewöhnt, wenn irgendwo ein Hund rumrast, schreie ich direkt, rufen Sie bitte Ihren Hund zurück. In der Regel kommt, warum? Das Warum heißt übersetzt, ich könnte rufen, ändern täte es nichts. Ne? Das heißt, der hat keinen Einfluss. Deshalb habe ich mir sofort angewöhnt, hier, der hat Flöhe. Das funktioniert bombig. Die sind sofort auf Wallung. Es sei denn, ja, der Hund wird jetzt auch nicht gehorsamer. Ich meine, der Hund wird jetzt nicht schlagartig gehorsam, aber die Motivation des Hundehalters wird doch groß. Es sei denn, man wohnt so ländlich wie ich. Ich erlebe regelmäßig, wenn ich sage, meine hat Flöhe, kommt meine auch. Ja. Ich meine, dann musst du sofort reagieren. Ich schieb direkt eine ansteckende Krankheit hinterher. Sag hier, Staupe-Zwingerhusten. Ich glaube, die Woche packt der nicht mehr. Ne? Dann werden die schnell. Ne? Und gut, es funktioniert auch nicht immer. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich mit einem ängstlichen, richtig ängstlichen Hund zu tun habe, habe ich immer Fleischwurst dabei. Aber nicht so klein geschnittene, sondern richtig dicke Klumpen. Also so einen ganzen Kringel Fleischwurst, 6, 7 Klumpen draus gemacht. Und wenn jetzt der Hund angebrezelt kommt, nehme ich die Handvoll Klumpen und werfe die volles Programm auf den drauf. In dem Moment, durch diesen Berührungsreiz, bleibt er kurz stehen. Und dann musst du noch ein paar Klumpen hinterher. Dann fängt er an zu riechen und fängt gemütlich an zu fressen. Das heißt, du sparst Zeit. Du kannst deinen ängstlichen Hund darauf vorbereiten und sagen, pass auf, es geht jetzt los, der kommt gleich, guck mal da. Ne? Und wenn das auch nicht nutzt, dann gebe ich euch wirklich den Tipp, bewaffnet euch. Ja, nee, Moment, ich meine jetzt nicht hier Pfefferspray, Flammenwerfer. Das ist ja ganz verrückt. Ich wundere mich darüber, dass es so wenig Hundehalter wissen. Wir haben doch in Deutschland eine Firma, die sich seit über 40 Jahren hochkompetent mit Hundeabwehrsystemen beschäftigt. Ja, diese Firma, die hat seit 40 Jahren Verhaltensbiologen in ihren Reihen. Und in den letzten 10 Jahren haben die sogar erfahrene, praktisch veranlagte Hundetrainer dazu genommen. Super, diese Abwehrsysteme schmerzen keinen Hund, die traumatisieren keinen Hund. Die sind hocheffizient. Lass uns kurz Werbung machen für die Firma. Das ist die Firma Knirps. Die haben sehr kompakte Systeme gebaut. Und wenn jetzt der andere Hund ankommt und du drückst auf den Alarmknopf, wumm, ja, hat er erstmal fertig mit Schönschreiben. Das ist erstmal Pause, ne? Das bedeutet, wenn der andere Hund jetzt aggressiv wird, wird er nicht aggressiv gegen deinen Hund oder dich, sondern gegen das System. Da beschäftigt er sich erstmal damit. Übrigens, du musst natürlich, wenn du einen ängstlichen Hund hast, deinen Hund auf den Einsatz des Systems vorbereiten, ne? Sonst hast du einen Ernst. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass wir uns über solche Sachen unterhalten müssen. Das ist doch so respektlos, dass du überhaupt jemand erklären musst, ich will nicht belästigt werden. Ich habe in Köln im Stadtwald so eine Situation, dass ich da seit vielen Jahren trainiere. Und ich muss da wirklich sagen, die Kölner sind klasse. Das läuft sehr tolerant, da ist wenig Stress in der Bude. Die wissen auch, komm, da trainiert der Ritter, gehst da halt mit deinem Hund woanders. Das ist echt nett. Aber es gibt einen Psychoterroristen, der mich jetzt seit über 10 Jahren begleitet. Ich habe jetzt auch Fotos gemacht, werde den in Zukunft bei Markus Lanz zeigen. Und sagen, bringt mir den tot oder lebendig. Ja? Hör mal, der quält mich. Immer wenn ich mit einer Kundin da bin, die einen großen, besonders aggressiven Hund hat, dann kommt er. Kommt aus irgendeiner Ecke, hat seinen Hund angeleint, stellt sich ein paar Meter von uns weg und genießt es, wie der Kundenhund randaliert. Und dann setzt er nach ein paar Minuten dem Ganzen die Krone auf, leint seinen Hund ab, leider hört dieser Hund gut, nimmt den ganz eng bei Fuß, kommt an dem randalierenden Hund vorbei und macht immer so,
Weißt du, und immer dieser Gesichtsausdruck, wer ist denn jetzt der Hundeprofi von uns beiden? Ja? Ich meine, wie krank ist der denn? Das ist doch so, als wenn ich einmal in meinem Leben Sebastian Vettel im Stau sehe. Zack, auf den Standstreifen, dran vorbei hier. Wer ist denn Formel 1 Weltmeister? Ich im alten Passat. Guck mal hier, mein Freund. Das ist krank. Das ist richtig krank. Und im Prinzip sind all das Kommunikationsmissverständnisse. Und das ist die größte Überschrift im Hundetraining. Kommunikationsmissverständnis. Ich muss die Kommunikation meines Hundes verstehen, sonst kann ich ihn noch nicht erziehen. Aber um Kommunikation zu verstehen, muss man sich auf jemand anderen einlassen. Man muss grundsätzlich eine gewisse Empathie entwickeln. Und wir leben in einer derart technisierten, anonymisierten Zeit, dass die Menschen das Kommunizieren verlernen. Die reden nicht mehr miteinander, die liken sich bei Facebook. Weißt du, 1500 Freunde. Früher hast du drei Kumpels gehabt, hast du Fußball gespielt, Feierabend. Ne? 1500 Freunde. Und deshalb verkümmert Sprache. Ich erlebe das bei meinen Kindern. Wir haben 4 Kinder, der älteste ist 13. Wir haben viele Gastkinder, die sind 14, 15. Wenn die bei uns klingeln, ich mache die Tür auf, dann sagen die nicht, guten Tag, Herr Rütter. Dann machen die, yo. Und gehen einfach weiter. Und wenn du dann sagst, ey, yo, komm mal zurück, da wohnen schon 4 bei uns, die heißen auch yo, komm mal her. Wie heißt er denn? Stell dich mal vor. Wissen die gar nicht, wovon ich rede? Verstehen die gar nicht? Ich meine, das sind natürlich jetzt nicht nur die Jugendlichen, wir Erwachsenen ja genauso. Ich habe es erlebt, wir waren mit der Familie auf Mallorca. Und das ist ja ein ganz spezielles Phänomen. Die Deutschen sind ja fest davon überzeugt, Mallorca, deutsches Bundesland, da spricht jeder Deutsch. Wir saßen in einem mallorquinischen Restaurant, in einem sehr traditionellen mallorquinischen Restaurant. Wenn du da reinkommst, siehst du sofort, okay, die da jetzt arbeiten, das sind Ureinwohner. Das sind nicht irgendwie Leute, die aus Bottrop kommen und nur zum Kellnern und zum Knattern nach Mallorca gekommen sind, sondern die leben hier. Mit anderen Worten, die sprechen Spanisch. Da saß eine deutsche Familie neben uns, der Vater dieser Familie, zum Kellner. Kollege! Der Kellner kam, weil er tatsächlich das Winken identifizieren konnte, stellt sich vor den hin und der Deutsche sagt, ich hätte gern Hagebuttentee. Und du siehst an dem Spanier, dass er sich fragt, was war das wohl? Jetzt war der Deutsche aber sehr nett. Der hat sich gedacht, komm, dann hilfst du halt dem Kellner. Hagebuttentee. Der hatte im Kopf, wenn du das jetzt laut und deutlich aussprichst, dann hat er es, dann kapiert er das, ja? Und das ist original Hundeplatz. Da steht ein Mensch neben seinem Hund, sagt ganz ruhig, sitz. Dieser Hund denkt, ja, ja, richtig, sitz. Bleibt einfach stehen und in dem Moment kommt, sitz! Hä? Der ist doch nicht taub, der ist doch nicht taub, der hört doch deine Leckerchentüte aus 100 Metern. Stehst du auch nicht mit dem Megafon, knister, 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 ja? Der setzt sich nicht hin, weil du mit ihm falsch kommunizierst. Der kapiert dich nicht. Und ich meine, ja, jetzt lacht ihr doch. Und ich meine, das ist ein Kommunikationsmissverständnis. Und jetzt sagen viele Leute zu mir, besonders die Männer, ja, ist ja klar, kann ja nicht mit dem kommunizieren, ne? Er ist ein Hund, ich bin ein Mensch, wir riechen ähnlich, aber wir sind ganz anders irgendwie, ja. Und deshalb sagen die Männer, ja, aber die Hunde, die kommen gut miteinander klar. Und da muss ich auch sofort einhaken. Nein, auch Hunde untereinander haben wahnsinnig viele Kommunikationsprobleme. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen durch Zucht Hunde derart optisch verändern, dass es durchaus passieren kann, dass ein Hund vom anderen denkt, was ist das? Kennt ihr die Rasse Puli? Puli, kurze, kompakte Hunde, überall so lange Locken, am ganzen Körper lange Locken. Wenn du da einen Keks reinsteckst, kannst du dir nie sicher sein, war das oral oder anal. Weißt du nicht. Guck mal hier, so sehen die aus. Und guck mal, ey, wenn ein Hund so im Park rumliegt, jetzt kommt ein Jagdhund an und denkt sich, oh, da hat jemand alten Lappen liegen lassen. Schüttel ich erstmal dreimal durch, ne? Dann war das kein besonderer Akt von Aggression. Da war Kommunikationsmissverständnis. Ich meine, woher soll man wissen, dass das ein Hund ist? Ne, da hat wie Leder einen Stock rein und dann hier. Ist doch kein Hund. Ja? Naja, gut, ich meine, wir müssen jetzt nicht so eine extreme Rasse nehmen. Hat jemand von euch einen Rottweiler? Ihr könnt ruhig aufzeigen, wir sind unter uns. Rottweiler, sauschlechten Ruf in unserer Gesellschaft, komme ich gleich zu. Für mich war aber spannend, dass bis vor vielen Jahren noch erlaubt war, Hunden die Schwänze abzuhacken. Ja? Man nannte das Kopieren, damit es sich nicht so schlimm anhört. Ist Gott sei Dank seit vielen Jahren tierschutzrechtlich verboten und da gibt es auch ordentlich drauf, wenn man das noch macht. Aber interessant war für mich als Trainer, ja, ist ja für die Hunde nicht schön, ist ja klar.
Aber für mich war als Trainer hochspannend, dass wissenschaftliche Studien ergeben haben, dass ein Hund mit kupierter Rute, mit abgehacktem Schwanz tatsächlich statistisch häufiger in Beißereien verwickelt war, als ein Hund, der einen Schwanz hatte. Und beim Rottweiler kommt es garantiert nicht daher, dass der Rottweiler schon genetisch bedingt ein ach so aggressiver Hund ist. Der Rottweiler gehört zu den tolerantesten Rassen, die wir überhaupt haben. Also bis der ausrastet, das dauert richtig lange. Allerdings, wenn er ausrastet, toll, toll, toll. Ich meine, ist ja auch klar, das ist ein großer, schwerer Hund. Jeder große, schwere Hund, wenn der ausrastet, ist es ein Problem, ja? Aber wodurch kam das eigentlich? Kupierte Schwänze, mehr Aggressionssituationen. Ich habe das bei meiner Hündin sogar beobachten können. Mina, Golden Retriever, keinen kupierten, sondern richtig vernünftig ordentlichen Schwanz, aber totaler Rottweiler-Fetischist. Denn unsere Nachbarn hatten eine Rottweiler-Zucht und die haben schon in den 90er Jahren den Hunden nicht mehr die Schwänze abgehackt. Und Mina war schon von Babyalter an auf Rottweiler sozialisiert und geprägt. Die liebte Rottweiler, ja. Die ist 16,5 geworden. Und selbst mit 16, mit schwerer Arthrose, wenn die sich durch den Park geschleppt hat und die sah einen jungen Rottweiler, kam nochmal richtig Wallung in die Oma, ne? Könntest du ja wirklich sehen, Rouge drauf und abheben sofort, ne? Fand die super. Nur das Problem ist, immer wenn die einen kopierten Hund gesehen hat, einen kopierten Rottweiler gesehen hat, lief sie hin, hat ihn von vorne beobachtet und dann sah sie, Brust raus, Kopf hoch, federnder Gang, richtig guter Typ, guckt aber seitlich an ihm vorbei und stellt fest, Schwanz eingeklemmt. Die weiß nicht, Schwanz abgehackt. Also denkt die, vorne große Schnauze, hinten nichts dahinter, komm erst mal selber klar. Tschüss, hau ab jetzt, ja? Mit dem spielt die nicht. Mit dem spielt die keine Sekunde. Warum auch? Jetzt war sie aber ein sozial sehr sicherer Hund. Und ein Hund, der sozial sicher ist, wenn der was nicht einschätzen kann, dann geht der einfach. Sagt, ja, pff, interessiert mich nicht, latscht er halt weiter. Wenn du aber einen Hund hast, der selber nicht sehr sicher ist, dann weißt du doch genau, dass er von anderen Hunden nicht gerne beschnüffelt wird. Wenn er irgendwie beschnüffelt wird, macht er sich klein, nimmt die Rute, den Schwanz runter, guckt ein bisschen schräg und wenn es ihm ganz doll zu eng wird, dann motzt er halt. Bei Hunden, die er halbwegs einschätzen kann. Jetzt kommt ein Rottweiler, der völlig spinnt aus seiner Sicht, nämlich vorne große Schnauze, hinten nichts dahinter. Und dann kann es passieren, dass dein Hund sofort aggressiv auf den reagiert, dem direkt eine überwatscht. Und dann kann es sein, dass der Rottweiler sagt, okay, wenn du es haben willst, komm, dann läuft's jetzt, ja? Also das heißt, Optik kann Kommunikation verändern. Wer von euch hat einen Chihuahua? Die Art, wie die sich immer melden, wenn ich frage, wer hat einen Chihuahua? Ich habe einen Chihuahua. So ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Ich habe einen Chihuahua. Bin aber normal. Ich hab doch nichts gegen Chihuahua. Das ist doch wirklich, das ist eine Rasse, die boomt unwahrscheinlich. Und wenn die auf Gesundheit gezüchtet sind und wenn die gut erzogen sind, Top-Hunde. Ja? Aber wir dürfen auch da wieder ehrlich zueinander sein. Die meisten Leute, die einen Chihuahua haben, die haben den, weil man den so schön dekorieren kann. Ne? Und so sehe ich im Kölner Stadtwald jeden Tag einen dreijährigen, unkastrierten Chihuahua-Rüden, Strasshalsband, pinkes Mäntelchen. Ein dreijähriger, unkastrierter Rüde, ganz in Pink. Wie muss der sich fühlen? Mein Gott. Ja, okay, bei uns in Köln nicht so ungewöhnlich. Ja. Wir haben halt viele Jungs in Pink. Ja, das ist auch okay. Aber das eigentlich Gemeine kommt ja, wenn du einen Chihuahua mal beobachtest, wenn der schnell geht, durch diese kurzen, trippeligen Beine, hat er ja schon so einen Gang. Also, und wenn der jetzt da in Pink da langlatscht, wie auf Stöckelschön, und das Täschchen schwingt, ja, das ist doch so absurd, du wartest doch nur darauf, dass die Hecke aufgeht, der Kopf von Bruce Danell kommt raus. Drama, Baby, Drama, yeah! Ja, das ist doch total krank, ist das. Und wenn du dann noch siehst, jetzt latscht der arme Kleine weiter. Und plötzlich kommen drei andere Rüden um die Ecke. 18 Monate alt im Schnitt, nicht kastriert, so eine Rockergang, die sehen den. Du Opfer. Direkt ist er dran, ja? Ich meine, es kommt natürlich nicht zu einer schweren Beißerei, denn bis die drei Hunde da sind, hat Frauchen den Chihuahua schon wieder in der Handtasche. Aber es ist doch echt gemein, dass ein Hund Probleme kriegt, nur weil er ein bisschen anders aussieht. Der Rückschluss für uns Menschen ist, wir müssen unseren Hunden ganz früh, im Idealfall schon als Welpe, ganz viele verschiedene Hunde zeigen, damit die mit anderen Erscheinungsbildern klarkommen lernen. Das ist wichtig. Frühsozialisierung. Einmal für die Regie. Das ist ganz wichtig. Frühe Sozialisierung.
Das lassen wir aber bei der DVD drin. Aus. Das ist ganz wichtig für die Hunde. Denn die müssen natürlich lernen, mit anderen klarzukommen. Das heißt, je früher die andere kennenlernen, je sicherer werden die in der Kommunikation. Das ist bei Menschen 1:1 das Gleiche. Wenn Menschen aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen aufeinandertreffen, kann es Probleme geben. Malen wir uns aus, 13-jähriger Junge aus Neukölln, Neukölln-Kevin, ja? Der weiß natürlich, wenn du morgens zur Schule gehst und du machst dich nur so ein bisschen krumm, kriegst du vor der ersten Stunde schon einen auf die Fresse. Der weiß, mach dich gerade, zeig Präsenz, wenn einer doof kommt, sei körperlich. Wenn dieser 13-jährige Neukölln-Kevin das erste Mal in seinem Leben einen anderen 13-Jährigen aus München-Schwabing trifft, den Samuel, ja? Und der kleine Samuel ist so die Abteilung Waldorfschule. Seine beiden besten Freunde sind sein Tamburin und seine Triangel. Und immer auf dem Weg zur Schule tanzt er der kompletten Nachbarschaft seinen Namen vor. Ja? Und wenn die jetzt aufeinandertreffen, Neukölln-Kevin trifft Waldorf-Samuel und der erste Satz ist, ey Alter, gib mich deine Kohle. Und der Samuel würde antworten, weißt du, das ist grammatikalisch nicht ganz richtig. Da kannst du nur beten, dass jetzt eine Mutter schreit, der tut nichts und schmeißt sich davor, sonst haben die ein Problem. Und das Problem haben die nicht, weil der Kevin bekloppt ist oder der Samuel ein bisschen anders. Nee, die haben das nicht kennengelernt. Die haben kulturell einen anderen Hintergrund. Und jetzt halte ich gut fest, das gibt es sogar bei Hunden, dass die aufgrund ihrer kulturellen Geschichte Kommunikationsprobleme kriegen. Wer von euch hat einen deutschen Schäferhund? Auch wieder schüchterne Leute hier. Müssten eigentlich viel mehr sein, denn der deutsche Schäferhund ist immer noch der beliebteste Hund in Deutschland. Letztes Jahr beim VDH, Verband fürs deutsche Hundewesen, über 13.000 Welpen verkauft, Platz 1. Platz 2 war der Dackel mit 6.500. Der deutsche Schäferhund, was war der mal? Richtig, Schäferhund. Der hat also mit dem Schäfer zusammengelebt, hat die Schäfchen gehütet und im Zweifel auch drauf aufgepasst. Der deutsche Schäferhund war und ist ein hochpassionierter Arbeitshund, sehr leistungsfähig, konzentrationsstark und immer die Ohren aufgespitzt, hat alles unter Kontrolle. Und das ist sein Problem. Der deutsche Schäferhund leidet unter einer Art Kontrollwahn. Der glaubt, er müsste alle Menschen, alle Hunde auf dieser Welt kontrollieren. Und deshalb benimmt er sich manchmal im Park so ein bisschen wie der Dorfpolizist. Ne? Steht also am Parkeingang, Knöllchenzettel in der Hand. Rote Leine, blaues Halsband, heute nicht. Das Problem ist nur, wenn der mit seinem Kontrollwahn jetzt auf einen Hund trifft, der komplett anders gestrickt ist, haben die ein Problem. Angenommen, deutscher Schäferhund trifft Bassett. Bassett ist auch noch ein Begriff, so aus den 80er Jahren, aus der Haschpapi-Werbung, so langgezogene Hunde, kurze, krumme Beine, Ohren und Klöten schleifen über den Boden. So der, ne? Und wenn du dir den genau anguckst, hat der auch immer so einen leicht bekifften Gesichtsausdruck. Und durch seine Anatomie hat er ja auch genau diesen Gang. Also der ist quasi der Semmelrogge unter den Hunden. Wollen wir einfach mal so sagen, da hat man vielleicht ein genaueres Bild. Wenn der deutsche Schäferhund in den Park kommt und der sieht den Bassett, hat er sofort im Kopf, verdächtige Person auf 12 Uhr. Die sind 300 Meter voneinander entfernt und der Schäferhund denkt sich so, jetzt gehst du kontrollieren. 100 Meter Vollspeed hin, strammer Jagd, Imponiergalopp, wumm hin, bleibt stocksteif stehen, fixiert den Bassett. Mit anderen Worten, der winkt mit der Kelle, rechts ranfahren bitte. Der Bassett. Bruder, ich kenne dich nicht, aber ich wink mal zurück. Der rafft das überhaupt nicht. Der hat das nicht geschnallt. Der sagt nicht, oh ja, rechts ran. Hat er nicht gerafft. Und jetzt merkt der Schäferhund, der Typ ist gefährlich. Die nächsten 100 Meter mit Vollspeed dahin, bleibt wieder stocksteif stehen, so ein Hals, die Flüstertüte am Rachen. Rechts ran!
Alter, du bist schnell. Der läuft wieder, weil der hat's noch nicht gerafft. Der läuft sogar in Richtung Schäferhund. Der Schäferhund, so eine Krempe, die letzten 100 Meter, wumm, dahin. Die stehen Nase an Nase und der Schäferhund sagt, pass auf, Freundchen, jetzt und hier die letzte Chance. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Papiere? Alles aus Papier habe ich schon geraucht. Tschüss. Jetzt haut der ab. Der müsste sich auf den Rücken werfen, sich abschnüffeln lassen. Nee, der haut einfach ab. Und jetzt hat der Schäferhund zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, der rast dem hinterher, packt den Beste dann Arsch und Kragen, dreht den auf den Rücken und sagt, Feierabend hier. Die wahrscheinliche Variante ist, dass der Schäferhund da steht. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Und jetzt kommt nach dieser dumm dreisten Aktion des Bessets Frustrationsaggression in ihm hoch. Und der Nächste Hund, der jetzt vorbeikommt, geht direkt in Handschellen. Interessant wird nur, wenn der Nächste Hund auch wieder ein Bessett wird. Dann ist es richtig schön. Übrigens, noch eine Sache. Der Bessett, ne? Der war mal ein Jagdhund. Ich habe sofort so ein Bild vor Augen, der Bessett auf dem Feld. Kommt ein Kanickel. Und er. Wow! Und jetzt rattert's im Bessettkopf. War das nicht der Mucki? Mein Gott, ist der blöd. Ich meine, das kannst du doch nicht laufen lassen, da musst du doch eingreifen. Ich will doch Hunde in der Erziehung gar nicht verändern. Der Schäferhund bleibt ein Schäfer und der Bessett bleibt ein Bessett. Da machst du gar nichts dran. Aber ich möchte eingreifen. Wir müssen also dem Schäferhund beibringen, wenn du mit Vollspeed auf andere Hunde zurast, das darfst du nicht, da kriegen die Angst. Sind nicht alle so bedröhnt wie der Bessett. Ja? Ich meine, die anderen Hunde kriegen Angst, wenn sowas ist. Ich halte fest, der Schäferhund hat dem nichts getan. Er hat den nicht angepackt, nicht gebissen, gar nichts. Aber es gibt Hunde, die sind so sensibel, die sagen sofort, oh, schrecklich. Also bring dem Schäferhund bei, ras nicht dahin, du kommst wieder zurück. Den Bessett müsste man auch erziehen eigentlich. Aber manchmal reicht es in dem Fall schon, dass er das Trockenfutter nicht mehr rauchen darf. Ja? Irre.